Aber mal Zeit, dass ich bei Megasat vorbeischaue. Herzlich willkommen. Wir sind unterwegs an Tag, was haben wir? Tag 3, oder? Tag 3 der Camp Roadshow 2019. Und ich bin bei den Nachbarn gegenüber. Teilnehmer, seit wie vielen Jahren seid ihr dabei? Das achte Jahr. Das achte Jahr. Ja. 9 sind es insgesamt. Ja. Respekt. Und hier ist ein Freiwilliger, wollte ich schon fast sagen. Der Kollege wollte nicht unbedingt vor die Kamera, aber dieser Mann kann uns ein bisschen was über Megasat erzählen. Schön, euch kennenzulernen. Ich bin der Camper Tobi und losgelegt haben wir eigentlich, weil ihr so eine Limited Edition gemacht habt hier, ja, mit genau. Witzigen oder interessanten Motiven drauf. Genau. Also mein Name ist Harald Lange, ich bin Vertriebsleiter im Campingbereich bei Megasat und seit 10 Jahren im Unternehmen. Und ja, wir haben jetzt uns was Spezielles einfallen lassen für die Camp Roadshow, und zwar so Unikate als Kuppeln für unsere Campingman Portable 2. Das ist die Antenne, die wir hier haben. Okay, da schauen wir gleich mal hin. Ich laufe mal mit rüber. Die ist, also im wirklichen Leben ist die weiß, ja, wie die anderen Antennen auch. Mhm. Nur hier haben wir jetzt mal für die Messen, also nicht nur hier, sondern für alle Messen, ja, zeigen wir das transparent, sehr damit schön man die Technik sieht, damit mhm man die Funktion erleben kann. Wie arbeitet die Antenne? Das, ja, ist dann schon für die Kunden immer sehr, sehr interessant, auch absolut mal die Produkte zum Angreifen zu sehen, wie sie laufen. Ne? Und dafür haben wir uns jetzt eben speziell mal einfallen lassen, nur für die Camp Roadshow, diese Einzelanfertigungen hier, die Darth Vader-Kuppel. Sehr cool. Weg mit der tristen Langeweile. Ja, genau. So ist es. Und wir hatten vorhin noch diese Smiley-Kuppel. Die war sehr süß. Ich habe es leider verpasst, weil mir auch was dazwischen gekommen ist. Aber die sah richtig nett aus. Ich habe die gerade verkauft. Ja. So soll sie auch sein, ja? Genau, die ist jetzt nach Schottland unterwegs. Okay, sehr schön. Waren zufällig jetzt Urlauber, die hier Station gemacht haben und das zufällig entdeckt haben? Ja, genau. Es sehr kommen nett auch viele gezielt her. Ja. Und auch gezielt Kunden, die gekommen sind. Man weiß es ja mittlerweile. Aus der Werbung, auch von dir, von den, ja, von den Vorberichten schon gewusst hat, die Veranstaltung. Ja, sehr schön. Also genau, es funktioniert. Funktioniert. Ja, wir machen ja das natürlich auch zum Spaß für uns selber. Wir haben ja auch Spaß bei der ganzen Geschichte. Gibt nichts Cooleres, als das leidenschaftlich zu erleben und auch zu vertreiben. Und zwar direkt an der Front am Campingplatz. So ist es. Darf ich mal ganz kurz fragen, warum? Ich stelle ja immer blöde Fragen. Ich habe ja keine Ahnung. Es gibt ja keine blöde Fragen. Genau, ich wollte es gerade sagen. Danke, ist die perfekte Vertriebsantwort. Warum ist die so schön flach? Ja. Flach ist ja auch relativ. Es ist ja jetzt eigentlich eine optische Täuschung, denn diese Antenne ist 40 cm hoch. Die Campingman Portable 2, die wir uns gerade angeguckt haben, ist, ja, 39 cm hoch. Okay. Also es ist eine Täuschung. Und letztendlich ist die Antenne, das ist der Ruhezustand. Die klappt sich dann auch noch hoch, mhm, und dann wird sie noch deutlich höher, ja, wenn die ausgeklappt ist. Ist jetzt allerdings auch ein Auslaufmodell, das wir jetzt dieses Jahr nicht mehr produzieren. Haben, okay, wir 8 Jahre im Sortiment, ja, und wird jetzt abgelöst oder wurde abgelöst im Januar von unserer Top-Neuheit. Okay. Die steht hier vorne. Die gucken wir uns doch glatt an. Top-Neuheiten, da bin ich immer zu haben. Jawohl, genau. Prima. Und zwar auch hier transparent. Im wirklichen Leben ist auch diese weiß. Ja. Und das ist eigentlich die erste Antenne, die keine eigene Spannungsversorgung mehr benötigt. Die wird nur mit der LMB-Spannung des Fernsehers gespeist. Okay, ja. Ist eine vollautomatische Antenne. Ja. Das Kabel, das Koaxialkabel, wird direkt mit dem Fernseher, mit dem Ausgang des Sat-Tuners verbunden. Mhm. Und sobald ich den Fernseher jetzt mit der Fernbedienung einschalte... Ja, ich folge dir einfach mal. Jawohl. Das sehen wir nämlich, ich habe ein super schönes Showmobil hier. Jawohl, hier da läuft gerade, ja, ein bisschen Musik auch von der Antenne, die oben auf dem Dach installiert ist. Wir haben ja auf dem Dach 3 verschiedene Modelle installiert. Ja. So, jetzt habe ich hier den Fernseher eingeschaltet. Der ist jetzt mit der Camping Alles Portable klar Echo verbunden. Okay. So heißt das gute, ja, Stück. Und jetzt habe ich ihn eingeschaltet. Und das heißt, jetzt gibt er die Betriebsspannung an die Antenne. Da dreht sich schon was. Und genau. Und jetzt geht die also in den Suchmodus. Das ist eine Antenne mit einem sogenannten 1,5-Achsen-System. Mhm. Denn sie muss ja ganz wenig Strom benötigen, mhm, weil ein Fernseher bringt oder auch ein Satellitenreceiver bringt maximal 300 mA an seinem Ausgang. Okay. Und die Antenne benötigt die letztendlich nur 260 mA, mhm, weil sie nur einen Motor hat. Und dann eben auf einer Spiralachse jetzt nach unten dreht und mit jeder Umdrehung die Elevation um 1,5 Grad verändert. Wow. Die läuft jetzt zurück in die Ausgangsposition, läuft dann wieder hoch. Ja. Der Suchvorgang dauert 2 bis 2,5 Minuten und dann hat sie den Astra 1 gefunden. Die genau, der beliebteste genau, bei uns. Genau, macht den Astra 1, mhm, und ist halt jetzt von der Funktion so, dass man sagen kann, einfach geht es nicht mehr. Mhm. Ein Kabel zum Fernseher, mhm, Fernseher einschalten, das schafft auch noch jeder. Vernünftig, ja. So, und dann, ja, läuft's. Ja. Die Antenne hat jetzt auch Preise gekriegt. Die wurde getestet von der Reisemobil International, mhm, und von der Camping Cars Caravans.
und hat da den Preis als Kauftipp bekommen, okay, yeah, weil sie eben genial einfach ist, eine große Leistung der Reichweite, yeah, trotz alledem hat. Und ist jetzt auch in den Fachzeitschriften nachzulesen, diese Testmodelle. Die Reichweite wäre jetzt vom Bodensee Westufer zum Nordufer? Nein, ein bisschen weiter geht es dann doch. Also komplett Dänemark ist mit drin, okay, Deutschland, angrenzende Länder natürlich, Frankreich, ja, Kroatien, recht Italien, fast bis zur Stiefelspitze runter. Ja. Also in dem Test hat sie auch in Kalabrien noch unten dann Empfang gehabt. Ja. Und von daher doch schon eine große Abdeckung in Europa. Widerlegt das Argument, dass Größe nicht alles ist? Ja, Größe ist schon wichtig beim Spiegel, aber man kann es auch noch ein bisschen mit einem Hochleistungs-LMB pimpen, genau. Und aufgrund dessen hat er eben diese Möglichkeit. Aber man muss sagen, es ist begrenzt. Also Südspanien ganz ist klar nicht mehr möglich. Ja. Oder jetzt auch auf Sizilien ist es eben nicht mehr möglich, Empfang absolut zu haben. Aber das ist einfach physikalisches Gesetz der Spiegelgröße. Richtig, genau. Die Erde ist ja schließlich keine Scheibe. Das kommt noch dazu. Wobei es immer noch Leute gibt, die das behaupten. Das ist ja unglaublich, ja, die Diskussion, ja, genau, kommt immer wieder. Genau, genau. Da oben habt ihr jetzt zum Beispiel eine Schüssel am Dach. Jetzt hat ganz kurz noch, jetzt hat sie gelockt. Jetzt sind wir drin. Jetzt ist er auf dem Satelliten. War genau die Zeit, ihr könnt es nachsehen im Video. Genau. Und hat jetzt hier das Bild. Entsprechend am Fernseher jetzt das Bild. Wunderbar. Alles das klar ist alles. Also das heißt, die Antenne verbraucht auch nur den Strom, solange, ja, sie in der Suchfunktion ist und jetzt 0,0 Stromverbrauch. Dankeschön. Fernseher ist letzte echte LMB-Spanne. Okay, alles klar. Deswegen haben wir es ja auch Echo getauft, ja, weil es eben auch ein Energiesparer ist. Vernünftig. Ja. Sollte man. Ein bisschen Nachhaltigkeit, ein bisschen Energie sparen. Vom Gewicht her auch nur 4,2 Kilo. Ja. Also auch da sehr überschaubar, ne, von Gewicht für die Fahrzeuge. Die ist jetzt, das ist jetzt eine portable, ja, externe Schüssel, ja, im Dachbetrieb. Ja. Auch möglich. Ja, also nicht zur Festmontage geeignet, dafür, genau, sind sie nicht ausgelegt. Für Dachmontage haben wir dann ganz anderes. Genau, Systeme. Da gehe ich dann mal mit dem langen Arm rauf. Jawohl, jetzt vorne ist die Campingman Kompakt. Ja. Auch eine Kuppelantenne, auch mit einer guten, sehr guten Reichweite. Dahinter ist die Caravaman 85 Professional, ist eine Twin-Antenne mit GPS. Natürlich, okay, hier habe ich die maximale Abdeckung, auch für Sizilien, auch für bis Marokko runter. Selbst auf den Kanarischen Inseln funktioniert die Antenne einwandfrei. Ja. Und noch weiter dahinter, das sieht man hier. Folge wieder. Man sieht sie hier jetzt schon von der Rückseite. Ah ja, genau, da können wir noch ums Eck gehen. Wunderbar. Das ist unsere... Perfektes Megasat hinten drauf. Da siehst du mal, wie gut und wichtig Werbung ist am Shirt. Das ist also auch die Neuheit. Ah, ja. Travelerman ist eine Flachantenne, mhm, auch mit sehr großer Reichweite. Also Spanien, Portugal deckt die auch komplett mit ab. Ja. Und ist nur 14,5 cm hoch. Okay. Ist auch ein Einkabelsystem, also keine Steuerladung mit benötigt. Läuft auch übers Koaxialkabel das Ganze. Alles klar. Über der Steuerge, das 10 Satelliten vorprogrammiert hat. Ja. Es ist eine Twin-Antenne für zwei Teilnehmer. Mhm. Hat Autos mit drin und deckt somit auch alles ab. Geh nochmal hoch, war bloß wegen dem Mikro noch ein bisschen, ja, länger bei dir. Vom Gewicht auch nur 8 Kilo, okay, also auch sehr leicht, ja, im Vergleich zu anderen. Jetzt bietet ihr natürlich die passenden Fernseher dazu an. Selbstverständlich, natürlich Fernseher in den verschiedensten Größen, 9, 16, 19, 22, okay, 24 und 32 Zoll, ja, mit Bluetooth, ohne Bluetooth, natürlich alle mit DVD-Laufwerk. Und wie sieht es mit WLAN und Streaming und Smart TV aus? Also wir haben die Antenne, die wir vorne dran gesehen haben, ja, ist eine Streaming-Antenne. Okay, sehr gut, das ist ein wichtiges Thema momentan, kommt ja immer mehr. Genau, genau. Mhm. Hier kann ich 8 mobile Endgeräte gleichzeitig ansteuern, ja, und jeder kann sein eigenes Programm gucken. Okay. Also da sind wir auch schon sehr weit eigentlich in der Entwicklung. Sehr gut, weil ansonsten das ist halt mal die Zukunft dann. So ist es. Ja. So. Ansonsten sind wir eben Vollsortimenter, auch was den Home-Bereich anbetrifft, haben wir ja alles mit Receiver, ja, alles mit, und auch im Camping-Bereich vom Satzfinder. Für jeden was dabei. Alles mit, ja, jeder Camper kennt Megasat, ja, wenn er vergleicht. Das wäre schön, wenn es so ist. Ja. Es ist, also kann ich jetzt mal bestätigen, ich komme ja auch ein bisschen rum. Ja, ja, danke für den kurzen Einblick. Hast du sonst noch irgendwas, was du uns mitteilen willst bei der Gelegenheit? Aber es ist ein schöner Überblick über das, was ist dabei ist. Ein schöner Überblick. Ich glaube, wir haben über das Kernsortiment gesprochen. Super. Und am besten, man kommt zu uns auf den Messen, guckt sich, genau, live an. Richtig. Und oder eben auf die Homepage www.megasat.tv. Die stelle ich natürlich wie immer unten rein. Genau, und ansonsten, genau, melden, anrufen, ja, tun. So, wir haben jetzt auch ganz neu seit 3 Wochen eingerichtet auf der Homepage einen sogenannten Hilfesender. Mhm.
Hier haben wir Kurzvideos dargestellt über Funktionen von den Geräten. Sehr weil gut. Oftmals ist es ja so, dass Bedienungsanleitungen nicht gelesen werden oder nicht verstanden werden, so richtig das geschriebene Wort. Und wenn man mit Kurzvideos visuell das zeigt, die wichtigste Funktion, wie bediene ich das Steuergerät, wie mache ich... Schadet nicht. Das haben wir jetzt ganz neu und kommt sehr, sehr gut an. Ja, ich bin ja ganz stolz. Ich habe vor 2 Jahren das Thoma CP Plus System einfach mal durchgesprochen. Und das ist mein zweitmeistgeklicktes Video und das hilft einfach, wenn einer mal das erklärt. Absolut. Ja, gerade wir Männer, da gibt es ja das Vorurteil, ich weiß nicht, ob es ein Vorurteil ist, wir lesen keine Bedienungsanleitungen, aber es trifft überwiegend auch noch zu, das stelle ich selber fest. Ich habe ja auch so ab und zu einen Hilfesender, ja, da schreiben die Camper, Tobi, kannst du? Ich kann nicht alles, da geht bitte zu den Profis und wie gesagt, wir bemühen uns alle um reibungsloses Camping. Ein schönes Urlaubsvergnügen. Ich verneige mich, danke. Vielen Dank. Ich wünsche dir was. Danke für die professionelle Vorstellung. Ja. Viel Erfolg noch weiterhin auf der Camp Roadshow 2019. Ihr seht, es tummelt sich was. Und jetzt gehen wir ran an die Buletten, an die Camper. Hoppala, Entschuldigung. Tschüss. Ciao. Ciao. Servus.